Kann man tun. Genau. Stefan, dein Part? Der Quatsch da! Das ist unglaublich. Also krieg ich gar nicht mit dir. Ein Riesenapplaus für den Stefan. Anne erschrickt auch gar nicht mehr, wenn er... Ich gucke einfach nicht hin, das ist der Trick bei der Sache. Hallo Stefan, du bist das zweite Mal hier. Meine ganz tolle Frage, wie fühlst du dich so? Super, aber wenn ich will, das kriege ich keinen Garten mehr wieder aus. Das hat ja wieder so fit aus, dass ich... Habt ihr mein Ding gesehen? Ja, ne? Also, ich wollte das schon mal... Ja, es hat noch nicht gespeichert. Aber das muss ja auch nicht sein. Aber okay, cool. Was muss denn der Roman jetzt eigentlich machen? Wie weit siehst du die Leute, wenn du da oben stehst? Wohin siehst du die? Also, kannst du erkennen, wer das ist? Mach ich oft, es geht meist oft nur über den Beinen. Dann mach dich erstmal ein bisschen warm und vielleicht machst du über die Seite gehen. Also, wenn du da oben stehst, kannst du keine Gesicht erkennen. Wir haben einen Reiter dabei, um dich dann nachher wieder vor der Bühne zu kratzen. Mach mal bequem hier. Und dann muss ich aufholen. Ich werde hier nicht zu fit sein. Wenn ihr gerade Lust verspürt und den Stefan mit einem tosenden Applaus unterstützen wollt, dann könnt ihr dieser Gefühlsübung gerne nachgehen. Auf jeden Fall, ja. I like okay, stop it. Würdest du sowas eigentlich auch mal probieren, Roman? Roman, I speak to you. Würdest du sowas auch mal probieren oder ist das zu gefährlich für dich? Nochmal ausprobieren. Meinst du, du kriegst das auch hin, so einfach ein bisschen rumspringen und... Ach, der Roman kriegt alles hin. Was, Roman, das kriegst du ja nicht hin. Ja, das ist keine Ahnung. Nicht zu viel, wenn ich rede. Du Schwein. Vielleicht kann er ja nicht kochen. Das könnte ja sein. Roman kocht. Ja. Aber nicht Spiegelei nur, ne? Roman kann auch kochen. Hast du eine Freundin? Nein, gar nicht. Hey, Mädels, der tut kein Kopf, der würde auf Freibike fahren und ist überhaupt ein guter Typ und kann auch hochspringen, wie der gleich hin wird. Gibt es denn Single-Mädels hier in Gera heute Abend? So, wer ist denn Single von den Mädels? Ich habe keinen Platz mehr. Außer mich wieder alle nicht. So, Stefan, wir wollen uns mal auf Wesentlich konzentrieren. Du bastelst jetzt hier was zusammen. Wie konzentrierst du dich gerade auf Mädels? Ja, das ist die Hochpunktanlage, die berüchtigte. Und wir fangen aber erstmal im niedrigen Sektor an, oder? Ich bin dafür. Ich glaube, Roman auch. Ja. So, du springst rüber. Wer wird zuerst, dass du dem Roman den Vortritt hier platzieren kannst? Der Roman darf natürlich zuerst. Vorne hat mit geschlossenen Beinen und dann schauen wir mal. Also das würde ich mir sogar noch zutrauen. Mit Anlauf oder ohne? Ohne Anlauf. Vielleicht machst du es lieber, genau, damit die Leute dich sehen können, wie du dann hinstürzt und runter auf Beton fällst. Ja! 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 Geil! Oh Mann! Ja, das ist es! So, und jetzt der Mann mit dem Bike. Einmalig, okay? Dann musst du das aber auch einredlich machen. Noch viel ne? Besser! Das ist doch gut, ein Redrich, oder? Hey, hey! So, jetzt machen wir das Ding ein Stück höher. Ein Stück höher ist ja ein Stück. Ich nehme an, das wird wissen. Ihr kennt das Gera Krankenhaus noch nicht und meint. Okay, Roman? Na, also, das geht noch was. Sehr schön. Na, mal schauen, ob Stefan das jetzt noch einredlich hinbekommt. Das kriegt er hin. Ja, der Roman ist auf beiden Beinen gesprungen. Mit einem. Roman, du musst nicht alles sagen, was der Onkel dir hier sagt. Alles machen, meine ich. So, jetzt muss der Stefan natürlich einredlich, oder? Irgendwie kommt das Fahrrad zu sehr in meine Richtung. Yeah. Krass. Aber hallo. Stefan, du Alleskönner. Mach doch endlich mal was nicht richtig. Mach gleich ganz gut. Ja. Sag mal, ihr wollt doch hier in Gera, sagt man ja zu den Leuten, Gersche Fettkuschen. Stimmt das eigentlich? Ja.
Also ich komme aus Erfurt, ich bin ein Erfurter Kuchbude. Und ihr seid die Gerschen Fettkuschen. Mama antworten. Ja, das ist irgendwie toll, finde ich. Na gut, das ist ein anderes Thema. Ihr wollt doch nicht, dass der Gerschen Fettkuschen sich hier auf die Fresse legt. Heilig! Wow, da war noch Platz. Bravo! Woran hast du da Angst, wenn du das machst? Hast du Angst, wenn du das machst? Sag mal, der Roman, der hat kein Gefühl, glaube ich. Ich habe noch was Frühstück zu morgen. Irgendwie Froschenkel oder so. Ja, sag, was der Roman machen soll. Er macht einfach. Hat den Einstand ohne Hände. Wir sind hier im Haus. Ja! Wahnsinn! Oh Gott, it's driving. Schauen wir mal, was gibt es jetzt oben drauf. Nee, ich finde auch... Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Vielen Dank. Ich besser noch mal kurz das nach, bringt ja? Bringt ihm nur ein müdes Lächeln ab. Aber ich mache schon rein. Du musst dann auch mal was machen. Du kannst dann auch springen. Ich lasse mich gerne nachher noch mal von ihm halb überfahren. Okay. Ja? So, jetzt erstmal der Roman. Daumen drücken. Ja! Super. Sehr schön, Mann. Musst du warm anziehen, mein Lieber, ha? Also ein Bike stelle ich mir das schon sehr, sehr schwer vor jetzt. Ach Quatsch, das geht voll easy. Gut, Anne, wie wär's, wenn du es gleich mal machst in der Höhe? Nee, ich bin so groß, das passt mir einfach nicht. Das muss ein größerer Rahmen sein. Mädchen und ihre Ausreden. Heute Ausbei. Tatsachen und Ausreden, da gibt's schon Unterschied. Komm! Ihr dürft den Stefan auch gerne anfeuern. Der freut sich, wenn ihr ein bisschen anfeuert. Auf geht's! Ich habe! Und noch ein Tag, wir probieren es nochmal, oder? Der Roman will, ja, gleich die Latte höher haben. So. Noch mal dran versucht. So, jetzt feuert den Stefan mal richtig ordentlich an. Ein Sieg auf Grinsen. Ja, schlafen könnte nachher noch genug. Hätten wir ordentlich den Stefan angefeuert. Stefan! Wir wollen den Stefan sehen. So, jetzt dürfen die Gera mal entscheiden, noch höher? Ja! Okay, noch höher. Wie hoch ist das jetzt eigentlich ungefähr? Viel zu hoch, ja. Also ich bin 1,73, das dürften jetzt 80 cm, kommt das hin? Keine Ahnung. Ah, da kommt der Mann mit dem Metermaß. Aber ein guter Meter dann, ne? Das ist ein guter Meter, Roman. Oh Gott, ey, da würdest du nicht rüberkommen. Wir würden dich auch auffangen, aber keine Ahnung. Ja, das ist schwierig. Oh! Deine Sache! Du kleiner Typ! So, Stefan. Jetzt hast du aber ordentlich was zu tun hier. Wir dürfen den Stefan gerne nochmal anfeuern. Stefan! Er meinte gerade, Scheiße ist das Buch. Das war aber echt total krank. Ja. Wir probieren es nochmal, oder? Ja, ich bin mal gar keine andere Wahl. So lange bis uns klappt. Oliver und Roman haben die Entscheidung mal eben getroffen, warum auch nicht. Trotzdem ein Riesenapplaus für den Stefan. Das ist nämlich gar nicht so leicht mit dem Fahrrad.
Abstandlos. Das ist auch nicht mehr Elektro. Aber hallo. Ganz schön hoch, aber du sprichst nicht in Gummiband. Das sind Talente. Ja, Weltmeister. Roman, hier kommt er. Mal wirklich in die Hände pfeffern für den Roman. Bravo! Säule! Du kannst doch Papst werden, oder? Steht das da? Ja, hallo. Roman von, hat der Roman jetzt eigentlich irgendwas gewonnen? Wir geben dir einfach einen feuchten Händedruck. Ich glaube, das reicht auch, oder? Ja, denke ich auch. Das ist zwei gemacht. Tausend Dank. Also, ich habe noch einen Anschlag auf dich vor. Du wirst mich ab diesem Moment hassen, aber wir werden uns jetzt nochmal unter das Bein von Stefan sehen. Liebe Gera, ja, wenn ihr wollt, dass Anne und ich uns hier nochmal hinlegen und dass Stefan über uns springt, dann mal einen riesengroßen Applaus bitte. Ja? Die Anne muss es heute mal haben. Ja? Das ist so unfair. Auf dem Moment, wie wir vorhin hier schon springen einhüpfen müssen, hat der Oliver neben mich dann noch ein bisschen Blut geguckt. Ach komm, und jetzt muss er einmal was machen. Ja? Und, oh Mann, ey, es bringt nichts. Gut, also wir machen das jetzt zusammen. Gera hat abgestimmt. Stefan, ich sag dir eines. Seid ihr lieb zu mir.